Freitag, Bruder! Freitag, Bruder, ja. Ja, heute sind wir mal am schönen Saalestrand. Grill an, mit dem Mopeds hier. Wir haben uns überlegt, stellt euch mal ein paar Fragen. Und erzählen dann so ein bisschen, genau, was jetzt als nächstes noch kommt. Ja, lass mal anfangen. So, als erstes, wie ihr ja mitgekriegt habt im Video, haben wir ja für Stauraum gesorgt an unseren Karten. Und bei Max die Kisten angebracht. Ich werde die ganz normalen MVA-Taschen nehmen und dazu noch eine Reisetasche oben drauf legen. Max nimmt dann noch das Zelt wahrscheinlich. Ja. Aber wir würden gerne noch mehr Stauraum irgendwo schaffen. Wir hatten ja die Idee gesagt, vorne am Holm, oben im Schutzblech, die zwei Schrauben und unten für den Bolzen, irgendwie da eine Halterung dran zu bauen, für vielleicht eine Kiste oder irgendwas oder eine Dose, irgend sowas. Vielleicht habt ihr ja Ideen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, das wäre echt geil. Ja, oder habt was anderes eigenes noch gebaut, zum Beispiel auf dem Tank oder irgendwo noch. Schickt uns mal die Bilder bei Instagram oder alles oder so. Ja. Ja. Erstmal zur Ostseefahrt. Also wir wollen so Mitte Juli dann los. Am Samstag früh. Also so früh wie es dann geht, wahrscheinlich so um 8 Uhr starten, das ist unser Plan. Dann sind es ca. 500 Kilometer, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, kommt drauf an. Und ja, so Pi mal Daumen sind das 12 Stunden Fahrt, mit Pausen eingerechnet. Und das wollen wir in einem Ritt schaffen. Viele erklären uns dafür verrückt. Ja. Also jeden, dem wir das erzählen, der sagt, ihr seid doch geisteskrank. Aber genau das ist das, was uns reizt. Also genau, weil es eben so ein absolut verrücktes Ideenprojekt ist, und zumal, wollen wir das durchziehen. Und zumal sind wir nicht die Ersten, die das machen. Ja. Mich hat es eigentlich darauf gebracht, vor 2 oder 3 Jahren habe ich gesehen, wie zwei Leute aus einer Facebook-Gruppe mit einem Star sind die da hochgefahren. Und das waren 512 Kilometer oder irgendwas. Mhm. Und das haben die 9 Stunden geschafft. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Und das ist... Fand ich so geil, seitdem ja. War die Idee im Kopf. Ja, und jetzt geht's halt los. Ja. Das war das erste Thema, was wir euch erzählen wollten. Apropos Star, wir haben auch noch 2 Projekte. Und da wollten wir euch fragen, auf welche Projekte ihr so mehr Lust habt. Wir haben einerseits einen Star, den wollen wir wieder schick machen, aber so vom Look, wie der alte Star halt ist, lassen. Mit dem Opatrol ein bisschen den Lack wieder sauber machen. Das halt aufpolieren vielleicht, genau, aufpolieren, dass er ein bisschen schick ist. Nur die Technik, also die Elektronik, wollen wir quasi auf eine Wapewitze reinbauen, ne? Ich werde eine Wape reinbauen. Genau. Neue Elektronik, Ochsenaugen, so Blinker will ich dran bauen. Bereifung wird wahrscheinlich Weißwand werden. Das ist das Einzige, was vielleicht nicht so original war, aber mir persönlich gefällt. Da habe ich geguckt, dass ich auch ein paar ältere kriege, die jetzt nicht gerade neu sind.
Das Einzige, was da jetzt wirklich noch fehlt, das ist das Knieblech. Und vielleicht habt ihr noch ein Knieblech rumliegen und wollt da nicht überteuert Geld haben. Kleinen Obolus schon, aber halt keine 300-400 Euro, was die manche da haben wollen. Wenn ja, dann schreibt uns auch über Instagram oder hier in die Kommentare. Kontaktieren Sie uns einfach. Würde uns freuen. Das wäre nice. Ja. Und dann haben wir noch einen SR50-M1. Ja, den wollen wir eigentlich nur wieder schick machen, dass er halt fährt und alles funktioniert. Also jetzt nichts Besonderes eigentlich. Nur wieder aufbauen und hauptsächlich ist eigentlich unser Ziel, weil wir mit dem nicht so viel anfangen können, ihn halt wieder zu verkaufen. Ja, da ist jetzt erstmal die Frage, was wollt ihr denn lieber sehen? Den Star, wie wir den machen, oder den SR50? Genau, schreibt es in die Kommentare. Star SR50 M1. Werden natürlich trotzdem noch andere Videos kommen davor. Danach stimmt ihr erstmal ab und dann gucken wir mal. Und dementsprechend fangen wir dann an. Mir wäre halt lieber der Star. So, genau. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht lange nicht fertig. Es geht ja, wie gesagt, an die Küste. Für mich geht es nochmal mit einer anderen Truppe nach Allgäu. Das ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Ich denke mal, dazu werden auch ein paar Aufnahmen kommen. Jetzt nicht komplett. Viel. Wie bei der Ostsee. Also ja, genau. Nicht komplett viel, wie wir es bei der Ostsee vorhaben, sondern halt so nebenbei wie blockmäßig. Mal gucken. Und ja. Wie ihr in den letzten Videos wahrscheinlich auch gesehen habt, haben wir einen Kumpel, der hat sich ein TÜV-Moped zusammengebaut. Und falls ihr da Fragen habt, was ihr besonders beachten müsst, was dran sein muss und was nur kann, schreibt es in die Kommentare, falls ihr das wissen wollt. Dann gehen wir mal zum Franz hin. Und Fragen. Stellen die Fragen. Dann haben wir noch ein Projekt, das haben wir jetzt nicht so gefilmt, vielleicht der eine oder andere hat es immer mal gesehen, im Hintergrund. Das ist mein Duo 4.1. Ist leider noch nicht ganz fertig, jetzt liegt es noch am Moped und ein paar einzelne Kabel. Dann können wir den ersten Startversuch machen. Da wollte ich gerne noch mal fettes Danke an meinen Howdy-Freund Enrico sagen, Cowboy, für das ganze Verkabeln und dies und das. Das war echt eine Schweinearbeit. Immer noch eine Schweinearbeit? Oder ist es? Ist es auch noch, ja. Aber echt gut gelöst und gut gemacht bei allen. So. Sieht echt und schick das andere Dankeschön geht an unseren Motorbauer Jan für meinen Motor, für das Stressen und Druck machen. Aber du weißt ja, ich bin geil drauf. Ja, da wollte ich noch mal ein schönes Danke an euch sagen, wenn ihr wollt. Jetzt haben wir genug den Freunden gedankt, jetzt danken wir euch. Wir haben ja Mitte Januar angefangen und es ist eigentlich schon krass, wie gut es eigentlich läuft. Also dafür, dass wir wirklich erst angefangen haben, die Aufrufe sind echt krass. Auch wir haben ja schon die 1000 Aufrufe in einem Video geknackt. Das ist schon echt, echt cool. Und da wollten wir uns auf jeden Fall bei euch bedanken und hoffen, dass es weiterhin so bergauf geht. Ne? Es sind natürlich auch ein paar Leute im Hintergrund noch, die immer mal geteilt haben oder wahrscheinlich weiterempfohlen haben und so. Danke auch dir und der oder das. Und ja, wir hoffen, euch gefallen die Videos, gebt uns Tipps. Schreibt mal in die Kommentare, passt das so. Wir arbeiten im Moment noch am Ton, haben noch keine richtige Lösung, womit wir zufrieden sind für uns. Das sind jetzt, wie gesagt, die GoPro-Aufnahmen, Tonaufnahmen. Ja. Da sind wir halt wirklich noch dran. Ja. Könnt uns ja mal Tipp geben. Ja. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, genießen wir unser leckeres Gegrilltes. Ist doch schon ein bisschen was fertig. Ja. Viel Spaß, bleibt sauber, macht nicht so eine Scheiße. Und wenn, lasst wie gesagt, euch nicht schnappen. Genau, lasst euch nicht schnappen. Ciao. Ciao. Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen. Meine Schwalbe lässt mich fliegen.